Hallo und einen wunderschönen guten Abend, liebe Yogis. Ich dachte, ich streame jetzt einfach mal spontan. Es ist Sonntagabend. Wir haben hoffentlich alle ein tolles Wochenende gehabt bei dem schönen Wetter. Und ich dachte, wir machen jetzt einfach zur Entspannung eine klitzekleine Abendsequenz, so für eine halbe Stunde. Dehnen ein bisschen Beinrückseite, die Hüfte und beenden die Stunde dann mit Viparita Karani, dass wir die Beine an die Wand hochlegen. Und eigentlich sind wir danach schon gut Bettchen fertig. In diesem Sinne, lasst uns anfangen. Wenn du einen Block hast, wäre das ganz gut. Eine Decke oder zwei. Falls du so ein längliches Kissen hast, wie eine Nackenrolle, kannst du gerne das holen. Und für die Beinrückseite zum Dehnen ein Schal, ein Gürtel oder ein Yogagurt. So, dann fangen wir an. Ganz simpel auf den Rücken mit Supta Padangusthasana Serie. Wir legen uns auf den Rücken und nehmen das rechte Bein nach oben. Zu Beginn lass dein Knie und deine Hüfte in einer Linie. Leg den Gurt um den Fußspann und dann strecke langsam dein rechtes Bein nach oben. Deine 90 Grad. Das heißt, dein Knie ist durchgedrückt. Wenn du es nicht auf 90 Grad hinbekommst, nimmst du ein bisschen zurück. Dann zieh deine Fußzehen zu dir und lass deinen Fuß Richtung Decke strömen. Dein Sitzknochen, also dein Gesäß ist gut auf dem Boden und dann atme. Achte darauf, dass dein linkes Bodenbein auch gestreckt ist. Also, dass der Fuß vom linken Bein geflext ist. Arbeite den rechten Oberschenkelansatz nach oben. Und achte darauf, dass die Zehen weiterhin zu dir zeigen vom rechten Fuß. Der Atem fließt langsam und gleichmäßig. Noch ein Atemzyklus hier. Dann nimm den Gurt in die rechte Hand, das Bein bleibt oben. Heb mit der linken Hand deinen linken Hüftknochen fest und öffne das rechte Bein zur Seite. Auch hier lass den Fuß geflext und zieh den rechten Oberschenkelansatz nach oben. Dein linkes Bodenbein ist aktiv, so als würdest du stehen. Ein paar Atemzüge hier. Dann einatmen, komm nach oben. Lass das rechte Bein oben und nimm den Gurt einfach nur in die linke Hand. Und dann nimm dein rechtes Bein ein Stück nach links, so dass dein rechter Sitzknochen weiter auf der Matte bleibt, also die rechte Gesäßhälfte. Auch hier, der rechte Fuß bleibt geflext. Atme. Noch ein Atemzyklus hier. Dann einatmend, nimm das rechte Bein nach oben. Ausatme, löse. Du bleibst auf dem Rücken liegen. Ich drehe mich nur um, dass mein Bein zur Seite gehen kann. Wir nehmen das linke Bein nach oben, nehmen den Gurt um den Fuß und lassen erstmal das Knie parallel mit der Hüfte. Und dann langsam strecken wir das linke Bein nach oben. Finde auch hier wieder deine 90 Grad. Die Zehen vom linken Fuß zeigen zu dir. Atme.
Und dann achte darauf, dass dein rechtes Bodenbein ebenfalls aktiv ist. Der linke Oberschenkelansatz arbeitet nach oben. Du kannst deine Ellbogen ruhig aufstellen. Nimm den Druck dort raus, wo du nicht brauchst. Kiefer entspannt, Gesicht weich, atme. Noch ein Atemzyklus hier, dann lass das linke Bein oben, nimm den Gurt einfach in die linke Hand und dann öffne dein linkes Bein zur Seite, halt den rechten Hüftknochen fest mit der rechten Hand. Der linke Oberschenkelansatz arbeitet hoch, linker Fuß ist geflext, rechtes Bodenbein ist aktiv. Noch ein Atemzyklus hier, dann einatmend, nimm das linke Bein nach oben, wechsle den Gurt in die rechte Hand und nimm das linke Bein ein Stückchen auf die rechte Seite. Das rechte Gesäß liegt noch auf, beide Füße sind geflext. Ruhig atmen. Noch ein Atemzyklus hier, dann einatmend, nimm das linke Bein nach oben, ausatmen, löse auf, lege den Gurt weg. Dann nimm dein rechtes Knie Richtung Brustkorb, umgreife mit den Händen das rechte Schienbein. Dein Knie geht Richtung Schulter, wir dehnen die rechte Leiste. Dein linkes Bein ist so, als würdest du stehen. Der Fuß ist geflext. Ein paar Atemzüge in den Unterbauch. Noch ein Atemzyklus hier. Und dann nimm deine rechte Fußsohle Richtung Decke, umgreife mit deiner rechten Hand die Fußaußenseite und nimm den Oberschenkel Richtung Boden. Atme hier. Und dann ausatmen, löse den rechten Fuß. Schnapp dir dein linkes Schienbein, umgreif es mit den Händen. Und nimm dein linkes Knie Richtung Schulter. Rechtes Bodenbein ist aktiv. Atme. Prima, noch ein Atemzyklus hier. Nimm den linken Fuß Richtung Decke. Und umgreife deinen linken Fuß Außenseite. Wenn du magst, kannst du versuchen, das rechte Bein auch noch dazu zu nehmen. Nimm beide Oberschenkel Richtung Matte und greif beide Fußaußensohlen. Guck, dass der untere Rücken lang ist. Dann lass die Füße los, kreuz die Schienbeine, komm hoch zum Sitzen. Prima. Wir machen jetzt einmal einen halben nach unten schauenden Hund. Lassen die Knie in der Linie mit dem Gesäß, nehmen die Hände weit nach vorne, guck deine Finger an. Der Mittelfinger zeigt nach vorne und die Hände sind maximal gefächert.
Nimm den Kopf in den Nacken, guck zwischen die Hände und zieh zurück. Achte darauf, dass deine Knie in der Linie mit dem Gesäß bleiben. Und dann ab einem gewissen Punkt kannst du die Stirn ablegen. Lass dein Herz Richtung Boden senken und nimm dein Steißbein zwischen die Sitzknochen, unterer Rücken lang. Deine Hände arbeiten aktiv, die Unterarme liegen nicht auf. Noch ein Atemzyklus hier und dann komm langsam nach oben. Prima. Wir machen jetzt eine Übung, um den Oberschenkelansatz zu dehnen. Für den Fall, dass du nicht sitzen kannst, ich zeige jetzt die Alternative. Du stellst dich an die Wand, du kannst dich dann festhalten, machst mit der Hand ein kleines Körbchen und legst deinen Fuß rein und achtest darauf, dass deine Knie in einer Linie sind. Mir geht es hier weniger um die Balance. Mir geht es um die Dehnung von dem Oberschenkel. Und zwar setzen wir uns jetzt hin, nehmen unseren rechten Fuß nach hinten und setzen uns auf den Boden. Achte darauf, dass deine Zehen auf dem Boden liegen. Das linke Bein bleibt aufgestellt. Und dann gehen wir hier ein bisschen zurück. Guck, wie weit du nach unten kommst. Vielleicht auf die Ellbogen oder vielleicht ganz nach unten. Die Alternative ist, dass du dich hinstellst. Wir bleiben hier für ein paar Atemzüge. Ich weiß, das dehnt den Oberschenkel und eventuell deinen Fußspann sehr stark. Wenn es zu intensiv ist, komm höher oder stell dich an die Wand. Für alle, die am Boden liegen, atmen in den Unterbauch. Noch ein Atemzyklus. Dann setz die Ellbogen auf, komm nach oben und wechsle die Seite. Die stehen, wechseln das Bein. Achte auch hier darauf, dass deine Zehen nach hinten zeigen. Dein rechter Fuß bleibt aufgestellt und komm auch hier ein kleines Stückchen zurück. Achte darauf, dass dein linkes Knie am Boden bleibt. Atme. Wenn du stehst, lass deine Knie in einer Linie und zieh deine Ferse Richtung Gesäß. Ist dieselbe Dehnung, auch wenn es anders aussieht. Egal wo du bist, lass deine Augen nicht umherwandern. Hab einen ruhigen, fixen Punkt. Atem fließt gleichmäßig. Noch ein Atemzyklus hier, dann komm langsam wieder nach oben und dann gehen wir in den kompletten Hund. Wir stellen die Hände weit nach vorne, fächer deine Hände maximal, Mittelfinger zeigt nach vorne, stell die Füße auf und komm erstmal mit gebeugten Füßen in den Hund. Kriegt eine schöne Länge, wie im halben Hund, in die Wirbelsäule. Und dann lass deine Fersen schwer werden. Schienbein drückt zurück in die Wade. Guck nochmal deine Hände an. Alle Knöchel von den Händen pressen auf den Boden. Schulterdach ist weit. Sitzknochen strömen Richtung Decke und Fersen Richtung Boden. Deine Füße sind parallel zum äußeren Mattenrand.
Noch ein Atemzyklus hier. Guck zwischen die Hände und nimm auf deine Art und Weise den rechten Fuß neben die rechte Hand nach außen. Dein Fuß geht 45 Grad weg und dein Ballen ist auf der Matte und die Ferse, der Ball ist weg von der Matte und die Ferse ist auf der Matte. Achte darauf, dass du eine schöne Weite hast. Entweder bleibst du hier auf den Händen oder du kommst auf deine Ellbogen. Wenn du magst, kannst du ein bisschen auf die rechte Fußaußenkante drehen. Ruhig atmen. Dann setz deine rechte Hand an den rechten Oberschenkel und dreh deinen Oberkörper in die Richtung von deinem Bein. Auch hier atme in die äußere Hüfte. Noch ein Atemzyklus. Dann setz die Hand wieder auf und überleg dir, wie du in den Hund kommst. Entweder über alle Viere oder direkt. Bau den Hund nochmal schön auf. Spreiz die Finger, Mittelfinger zeigt nach vorne. Benutz deine Hände und schieb die Matte nach vorne. Und mit den Füßen schiebst du die Matte zurück. Oberschenkelansätze ziehen nach oben. Noch ein Atemzyklus. Und dann setz deinen linken Fuß neben die linke Hand. Auch hier der Ballen weg von der Matte, die Ferse auf der Matte. Und komm auch hier auf die Unterarme. Wenn du magst, kannst du ein bisschen auf die linke Fußaußenkante kippen. Achte nur darauf, dass du einen schönen rechten Winkel hast in deinem Knie und dass dein Knie nicht über die Zehen zeigt. Atme hier. Du merkst, wir machen unseren Weg gerade rund um die Hüfte, haben jetzt Beinrückseite gedehnt, den Oberschenkel, sind jetzt gerade an der äußeren Hüfte. Innenschenkel haben wir vorhin auch gedehnt. Atem fließt gleichmäßig. Und dann nimm die linke Hand, press gegen den Oberschenkel und dreh dein Torso Richtung dem vorderen Bein. Atem fließt gleichmäßig. Abends ist es manchmal ganz schön, einfach nur auf dem Boden zu bleiben und gerade nochmal Beine und Hüfte zu dehnen und danach einfach ins Bett zu wandern. Noch ein Atemzyklus. Dann setz die Hände auf deinem Weg in nach unten schauenden Hund. Auch hier guck deine Finger nochmal an. Und zieh mit den Händen die Matte nach vorne und mit den Füßen zurück. Maximale Länge in die Wirbelsäule. Als nächstes machen wir nochmal was für die Hüfte. Ich zeige als erstes die Alternative. Wer die liegende Taube nicht kann, geht in die schlafende Taube, so heißt die, auf dem Rücken. Hier stellen wir den rechten Knöchel aufs linke Knie und umgreifen den linken Oberschenkel. Achte darauf, dass in der Position der obere Fuß geflext ist und das Knie nach vorne geht. Das ist die Alternative auf dem Rücken. Alle anderen, die mögen, gehen in die Taube in der anderen Position. Und zwar nehmen wir hier vom Hund aus unser rechtes Bein nach vorne. Achte darauf, dass der Oberschenkel parallel zum äußeren Mattenrand ist und die Wade einigermaßen parallel zum vorderen. Du kannst deinen Fuß nochmal festpinnen und das linke Bein nach hinten laufen und dann komm auf deine Unterarme. Wenn du merkst,
dass dein Gesäß sehr weit vom Boden absteht, legst du dir einen Block drunter oder eine gefaltete Decke. Dann legen wir den Oberkörper ab und bleiben hier. Alle anderen, die auf dem Rücken liegen, achten darauf, dass der Fuß, der auf dem Knie ist, geflext ist. Die, die mit mir hier in der liegenden Taube sind, haben auch ihren Fuß geflext. Atme in die äußere Hüfte. Und versuch, mit dem Ausatmen noch mehr Richtung Boden zu senken, wenn du so liegst wie ich. Die anderen auf dem Rücken lassen ihr rechtes Knie nach vorne weg vom Oberkörper strömen. Atem fließt gleichmäßig. Noch ein Atemzyklus hier. Die, die auf dem Rücken liegen, bleiben liegen und stellen ihr linken Knöchel aufs rechte Knie, wechseln die Seite. Die, die mit mir in der Taube sind, wechseln über dem Hund, nehmen den linken Fuß nach vorne, gucken wieder, dass Wade und Oberschenkel einigermaßen parallel sind und kommen dann auf die Unterarme. Wer auch hier merkt, dass das Gesäß nicht am Boden ist, legt einen Block drunter oder eine Decke. Die, die auf dem Rücken liegen, achten darauf, dass der linke Fuß geflext ist, der rechte kann hängen. Die, die mit mir liegen, gucken, dass sie nicht auf dem linken Gesäß sitzen, sondern dass die Hüftpunkte einigermaßen gleich hoch sind. Unterbauch ist weich. Atem fließt gleichmäßig. Noch ein Atemzyklus hier. Die, die mit mir in der Taube sind, gehen nochmal in den Hund. Und die anderen lösen die Beine auf, nehmen die Fußsohlen zusammen und die Knie weit. Supta Baddha Konasana für die auf dem Rücken. Jetzt gehen wir mit der Matte an die Wand. Ich hoffe, du hast eine in der Nähe. Es gibt ja tatsächlich Räume ohne Wand. Und wir wollen jetzt die Füße die Wand hochlegen. Die, die einen Block haben, können einen Block vor die Wand legen. Und die, die Decken und Bolster haben, legen die Decken gefaltet davor. Und die, die kein Zubehör haben, machen sich gar keinen Kopf. Die legen sich genauso hin wie wir alle jetzt auch. Und zwar gehen wir mit dem Gesäß an die Wand. Das gilt für alle. Und dann legen wir die Beine die Wand hoch. Achte darauf, dass dein Gesäß an der Wand ist. Vielleicht musst du dich noch mal ein bisschen hinschieben. Und dann achte darauf, dass deine Beine aktiv sind. Dein Brustkorb hebt. Die Hände kannst du auf Bauch oder Brustkorb legen oder öffnen. Wir bleiben hier ungefähr für 3 Minuten. Deine Füße sind aktiv und dein Brustbein hebt. Atem fließt gleichmäßig. Die Übung heißt Viparita Karani. Die beruhigt das Nervensystem,
stärkt das Immunsystem, entlastet Beine und Herz. Ist wunderbar kurz vorm Einschlafen oder als kurze Regeneration mal am Nachmittag. Beine sind aktiv, dein Atem fließt. Bleiben hier noch eine Minute. Merk, dass dein Atem immer ruhiger wird. Gedanken werden ruhiger. Wir machen uns von Viparita Karani jetzt ziemlich direkt auf dem Weg ins Shavasana. Nimm deine Knie wieder ein bisschen Richtung Brustkorb und dann roll einfach auf die rechte Seite rüber und stütz dich in die linke Hand ab. Zieh dir an, was du anziehen magst für Shavasana. Du kannst dich auch gerne zudecken. Wenn du dich jetzt auf den Rücken legst, gucken wir, dass wir eine schöne Länge im unteren Rücken haben und flach liegen. Das machen wir, indem wir erst nochmal die Beine aufstellen, den unteren Rücken ein bisschen heben und dann schieb deine Ferse zurück, ohne das Bein abzuheben. Es geht ein bisschen schwierig mit der Matte, aber es geht. Dann lass die Füße nach außen rollen, der große Zeh zum kleinen Zeh. Nimm die Hände 45 Grad nach oben. Schließ die Augen. Und dann lass einfach die Schwerkraft wirken. Deine Augen werden so schwer, dass selbst wenn du sie öffnen wolltest, du sie nicht öffnen könntest. Genauso schwer wie deine Augen sind, wird dein Körper schwer. Dein Körper ist so schwer, dass selbst wenn du ihn bewegen wolltest, ihn nicht bewegen könntest. Wir bleiben hier noch 2 Minuten liegen. In kompletter Stille. Ich sag Bescheid, wenn sie vorbei sind.
einem tieferen und bewussteren Atemzug in deine Mitte. Kehre in deinen Körper zurück. Fang langsam an, deine Zehen zu bewegen. Fahr mit dem Daumen über die Fingerspitzen und roll den Kopf von der einen Seite zur anderen. Wenn du magst, kannst du dich nochmal ausstrecken. Beine gehen zusammen, Hände hinter den Kopf, Füße flexen und pointen. Und dann roll auf die rechte Seite rüber, mach ein Kissen mit dem rechten Bizeps, zieh die Knie Richtung Brustbein, unterer Rücken wird rund. Dann stütz dich in die linke Hand ab, lass den Kopf so lang gesenkt wie möglich und komm einfach nochmal in irgendeiner Form zum Sitzen. Setz dich nochmal aufrecht hin. Nimm die Hände vom Brustbein zusammen. Senke dein Haupt. Namaste. Danke fürs Mitmachen. Genieß deinen Abend und vielleicht auch jetzt schon gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.